Also wer auf Schokolade steht, wird diese Dinger hier lieben. Praktisch werden das hier raw, vegan, laktosefreie, glutenfreie, mega gesunde Schokopralinen, um das mal auf den Punkt zu bringen. Mit nur 3 Zutaten. Man braucht mal Dattelmus, oder wenn man kein Dattelmus hat, das ist halt die gesunde Alternative, nimmt man Ahornsirup, Agavensirup, ja, irgendeine Süßungsalternative, die einem da gefällt. Das ist halt so die Version, die gesundheitsoptimiert ist und mir persönlich auch noch super gut schmeckt. Dann brauchen wir Kakaopulver, echtes Kakaopulver, Rohkostqualität. Und dann haben wir noch Bio-Kokosöl, auch in Rohkostqualität. Vielleicht noch als kurzer Tipp nebenbei, weil viele da verwirrt sind, wenn Kokosöl kaufen sollen. Kokosöl und Kokosfett verwirrt die meisten Leute. Das liegt vielleicht daran, dass das Kokosöl bzw. das Kokosfett, wenn es unter 25 Grad ist, eine feste Form hat. Ich zeige euch das gerade mal. Seht ihr? Das ist fest hier, das Ding. Das ist ein Klumpen. Das ist praktisch wie so, das kann man so vergleichen, wie so eine Kerze von der Konsistenz. Kann man auch so abschaben wie so eine Kerze. Also ist ziemlich ähnlich, nur schmeckt halt viel geiler wie eine Kerze natürlich. Jetzt in dem Fall, das ist mein absolutes Lieblingskokosöl und ich habe ganz viele schon probiert. Das Kokosöl von Dr. Görg. Da werden Bio, junge, frische Kokosnüsse geerntet und innerhalb von 72 Stunden in so ein Kaltverfahren, also nicht erhitzt, das heißt, das Ding hat Rohkostqualität, werden sie verarbeitet, abgepackt und fix und fertig gemacht in 72 Stunden. Schmeckt obergeil, meiner Meinung nach, wenn man das aufmacht, da duftet schon die ganze Wohnung nach Kokosnuss. Wenn man auf Kokosnuss steht, obergeil. Also ich habe jetzt schon etliche probiert und das kostet vielleicht 1 Euro mehr wie die anderen, aber Qualität hat nun mal ihren Preis. Das sind alles Produkte in Rohkostqualität. Ich verlinke euch auch auf Facebook, sind die oberhalb des Videos unter Mehranzeigen, sieht man da die ganzen Links. Oder auf YouTube sind die unter dem Video in der Infobox oder ihr geht auf meine Seite unter der Rubrik für dich, auch wenn die Seite noch relativ katastrophal ist, weil da noch nicht so viel geordnet ist und ich mache da halt sehr viel alleine und da müsst ihr halt ein bisschen Geduld mit mir haben. Aber ich arbeite daran, in den nächsten Monaten wird es perfekt fertiggestellt. Auf jeden Fall habt ihr da eine Rubrik, wo ich so immer die ganzen Produkte da reinhau, die sich bei mir in den letzten Jahren bewährt haben. Die sind auch nicht aus irgendeiner Lano raus ausgesucht worden und dann auf meiner Seite platziert worden, sondern das sind wirklich Produkte, die ich seit vielen Jahren kenne. Und die Partner, mit denen ich arbeite, das sind alles Spitzenleute. Also man hat einen super Service, man kriegt sofort eine Antwort. Wenn man irgendwie was wissen will, kann man da anrufen und wird professionell beraten. Top! Ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch auch die Sachen woanders herholen. Ich biete euch nur praktisch diesen Service an für die Leute, die da eine Abkürzung nehmen wollen oder auch für die anderen, die mich kennen, die mir vertrauen und die auch meine Qualitätsansprüche kennen. Ja, das ist alles Rohkostqualität, das ist alles Bio zum größten Teil. Und wenn es nicht Bio ist, ist es trotzdem Bio. Das ist nur so, dass die Bauern dann diesen bürokratischen Weg da nicht gehen können oder nicht gehen wollen, aus finanziellen Gründen zum Beispiel. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall sind das Top-Produkte. So, wir gehen jetzt mal zu der praktischen Umsetzung. Und zwar zeige ich euch, wie schnell hier die ganze Geschichte geht. Wir haben diese 3 Zutaten, Dattelmus, Kokosöl und Kakaopulver. Und das ist jetzt natürlich ein Basisrezept. Aber mir schmeckt es auch wirklich gut. Man kann das verfeinern in allen möglichen Variationen. Da ist der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Das wird halt ein relativ schokolastiges Eiskonfekt und ich stehe auf Schoko, aber echtes Kakao, nicht so ein Vollmilchzeug aus dem Supermarkt. Was wir dazu benötigen, eigentlich nur diese 3 Zutaten, die werden miteinander vermengt, gut durchgemischt, dann werden sie in irgendeiner Form gepackt, je nachdem, was ihr da griffbereit habt. Bei mir ist das so, ich habe mir so eine ausgesucht. Das entspricht der echten Eiskonfektform, kommt es am nächsten, deswegen habe ich mir das gekauft. Kostet ein paar Euro, gibt es überall. Das gibt es auf Amazon, das gibt es beim Xenos, das gibt es, mittlerweile hat das fast jeder. Da müsst ihr halt mal gucken, welche Form euch gefällt. Ich finde die hier optimal, genau für so Schoko-Eispralinen oder normale Pralinen. Finde ich das super, deswegen habe ich die jetzt gewählt. Also braucht ihr diese 3 Zutaten. Ihr braucht so eine Form und wenn ihr keine Form habt, nehmt ihr irgendwas anderes, wo ihr das reingießen könnt. Ihr könnt auch so einen Teil nehmen, wo ihr da die Eiswürfel drin macht. Und ja, das war's schon. Dann wird das, wie gesagt, vermengt, abgefüllt in so eine Form, ab ins Gefrierfach. Nach ein paar Stunden ist es durchgefroren und fertig ist das Eiskonfekt. Wenn ihr das nicht gleich alles auf einmal verputzt,
solltet ihr das im Kühlschrank lagern, weil, wie gesagt, bei Zimmertemperatur wird die Konsistenz halt weicher. Aus dem Gefrierfach könnt ihr das nehmen, wenn es einmal durchgefroren ist. Dann behält es die Festigkeit und einfach nur auf dem Teller oder in der Tupperbox oder in einem Glasgefäß einlagern. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch. Gehen wir mal zu dem Eingemachten. Wie machen wir das? Wir nehmen hier so ein Gefäß. Dann nehmen wir das Kokosöl, schütten das da rein. Von den Mengenangaben, ich blende es aber auch nochmal ein, 50 Gramm Kokosöl. Dann haben wir 50 Gramm von dem Dattelmus. 50 Gramm Dattelmus entsprechen einer Medjool-Dattel, die 25 Gramm wiegt. Also auch kalorientechnisch sind wir da besser unterwegs wie die normale Schokolade. So, jetzt nehmen wir das Kakaopulver, das sind auch 25 Gramm, schütten das einfach rein und das war es jetzt eigentlich schon. Jetzt mixen wir das, bis es eine flüssige Konsistenz hat. Also was heißt eine flüssige Konsistenz? Bis es so eine Konsistenz hat, dass sich alles schön vermischt hat. Und dann füllen wir das ab. Okay, ich mixe das jetzt. Ich habe das jetzt so eine Minute, zwei Minuten habe ich das hier vermengt. Ich zeige euch das mal. Das hat so eine Nutella-artige Konsistenz. Dann nehmen wir unsere super Eiskonfektform. Dann habe ich noch so ein, keine Ahnung, wie man das nennt hier, so ein Spachtel oder was. Könnt ihr Löffel nehmen, irgendwas. Ja, Hauptsache rausholen. Dann könnt ihr das da reintun. Damit kann man das halt super verteilen mit diesen Plastik-Spachteln. So, also ich verteile das jetzt erstmal alles ganz schön, mache das ganz glatt. Und dann zeige ich, da ich ein bisschen grobmotorisch unterwegs bin, was diese Geschichten angeht, da ist die Marina natürlich viel fixer dabei. Ich bin immer ganz, ganz gut darin, die Ideen zu schmieden, aber dann bei der praktischen Umsetzung ist es immer so eine Sache. Auf jeden Fall grobmotorisch, wie ich bin unterwegs, habe ich es trotzdem hingekriegt. Aber schaut mal, so sieht es aus, das Ganze. Da ich ja nicht so elfnadig unterwegs bin und voll auf Schokolade abfahre, sind es auch gute Oschis hier, diese Dinger hier. Ich weiß nicht, inwieweit man das sehen kann. Das hat schon, steckt mal so eine Moncherie-Größe, vielleicht sogar ein bisschen größer. Nur halt, dass es nicht innen hohl ist, sondern dass die voll sind. Also, um es kurz zu machen, das sind gute Schokobrummer hier, die Dinger. Und die schmecken wirklich schokoladig. Also 50 Gramm Kokosöl, 25 Gramm gesunde Zuckeralternative oder beliebiges Süßungsmittel, 25 Gramm Kakaopulver, durchmixen, bis es schön, bis es sich schön vermischt hat. Dann nimmt man eine beliebige Form und wenn man keine Form hat, kann man einfach nur so Kleckse irgendwo auf dem Teller oder wo auch immer machen. Ab ins Gefrierfach, nach ein paar Stunden sind die durchgefroren. Und gleich werdet ihr sehen, wie die aussehen. Zu den Mengenangaben, natürlich Geschmäcker sind verschieden. Wir sind nicht alle gleich, was das angeht. Der eine mag es süßer, der andere mag es weniger süß. Da müsst ihr euch natürlich ein bisschen rantasten. Bei diesen Mengenangaben, die ich euch gesagt habe, und ich bin ein großer Schokofan, kommt diese Schokoladige noch sehr gut rüber. Also das sind keine pappesüßen Dinger, aber auch nicht so bitter, dass sich irgendwie das Zahnfleisch anhebt. Für mich persönlich eine optimale Mengenangabe. Aber wie gesagt, muss jeder für sich sehen. Ja? Ich hoffe, ich konnte euch damit inspirieren. Ich zeige euch gleich, wie die aussehen, wenn sie fertig sind. Ich habe jetzt das Eiskonfekt aus dem Gefrierfach geholt. Das geht relativ zügig. Ich habe das jetzt ungefähr eine Stunde da drin gelassen, aber ich denke mal, das geht sogar schneller. Man kann es auch über Nacht richtig durchfrieren lassen. Das ist nicht schlimm. Auf jeden Fall sieht es so aus. Die sind jetzt knüppelhart geworden. Und ich hole die mal raus und dann zeige ich sie euch. Die einen sind schöner, die anderen weniger. Das ist, weil man die Masse da richtig schön reindrücken muss, damit die Form auch hundertprozentig ist. Aber das ist mir relativ schnuppe, denn die Dinger schmecken obergeil. Kakao übrigens auch von den Azteken die Speise der Götter genannt. Auch ein absolutes Superfood, echtes Kakao. Wir reden hier nicht von irgendwelcher verarbeiteten, zuckerhaltigen, schokoladenähnlichen Masse, sondern wir reden hier von hundertprozentig Kakao und das ist hier in Rohkostqualität auch vorhanden. Kakao ist auch verantwortlich für die Ausschüttung von Serotonin und Dopamin. Das ist der Grund, warum auch Schokolade so beliebt ist. Bei
bei Liebeskummer oder bei so depressiven Verstimmungen greift man ja ganz gerne zu Schokolade und das ist genau das, was da passiert. Also dunkle Schokolade gerade hat viele Antioxidantien, die auch im Rotwein vorhanden sind und in verschiedenen Sachen, von denen wir wissen, dass es uns gut tut. Und die lösen halt im Gehirn so Glücksgefühle aus, so Wohlbefinden. Dafür verantwortlich ist das Serotonin und das Dopamin. Ja, schaut mal. So sehen die jetzt aus und die sind auch hart. Hört ihr? Und was macht man da natürlich, wenn man so ein Ding vor der Nase hat, wie immer? Was ich noch ganz gerne mache, ich habe hier so eine Schüssel und da ist Kakaopulver drin. Das habe ich gesiebt und damit es keine Klumpen gibt, da schmeiße ich dieses Eiskonfekt rein. Und mir schmeckt es extrem gut, wenn da noch so dieser Schokopulverfilm über das Eiskonfekt so rüber ist. Ich zeige euch das mal. Schaut mal, und so sieht es jetzt aus mit dem Schokopulver. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde mich jetzt erstmal nackig machen und auf die Pralinen stürzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Video.